Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Glances, Systeminformationen auf einen Blick. In diesem Video möchte ich ganz kurz das kleine Monitoring-Tool Glances vorstellen. Glances heißt übersetzt Blicke. Mit diesem Monitoring-Tool, das in Python geschrieben wurde, werden auf einer Seite so viel relevante Systeminformationen wie möglich angezeigt. Für den Admin und für den User ganz interessant. Glances holt man sich mit dem Python-Paketmanager pip an Bord. Das Web-Framework Bottle ist für den Webservice notwendig und wird ebenfalls per pip nachinstalliert. Glances kann aber ebenso mit apt-get oder apt installiert werden. Oder man führt das Auto-Install-Skript aus. Man kopiert sich hier eine Zeile, je nachdem, ob man curl oder wget zum Herunterladen benutzen möchte. Und kopiert sich diese Zeile dann in ein Terminal und dann führt man den Befehl einfach aus. Glances wird, wie sollte es auch anders sein, mit dem Kommando Glances im Terminal gestartet und kann mit der Taste Q auch wieder beendet werden. Minus, minus, help listet die möglichen Optionen auf. Durch die Option kann man ganz genau bestimmen, was angezeigt werden soll und was nicht. Minus 2 bis minus 5 sind schon ein paar vordefinierte Anzeigen. Während das Tool läuft, kann man die Anzeige auch ändern, indem man die Tasten 1, 2, 3, 4 oder 5 drückt. Einzelne Infoblöcke kann man auch durch bestimmte Tasten ein- und ausblenden, zum Beispiel hier mal N für Network ausblenden und N wieder drücken, Network einblenden. Mittels minus W kann Glances als Webservice gestartet werden, der dann über den Webbrowser erreichbar ist. Einfach eingeben, die Adresse, die man in den Webbrowser eingibt, wird dann angezeigt. Hier ist es Port 61208. Das ist mal Localhost, also Localhost 61208. Und hier sieht man dann schon die Anzeige. Im Übrigen gibt es vier Signalfarben. Grün für alles ist okay, alles ist im grünen Bereich. Blau für vorsichtig, Magenta für Warnung und Rot für kritisch. Bei den Einstellungen von Glances ist es möglich, dass man Glances so konfiguriert, dass wenn ein bestimmter kritischer Punkt erreicht wird, dass dann ein bestimmtes Tool oder ein Skript ausgeführt wird. Des Weiteren existiert der Client-Server-Modus bei Glances. Glances-S startet den Service und Glances-C für Client. Und dann Server-IP ist die Eingabe beim Client. Wenn man in seiner Konfiguration mehrere Server in die Serverliste einträgt, kann auf mehrere Server zugegriffen werden. Den Port, Username und Passwort kann man nach Belieben einstellen. Die Konfigurationspunkte findet man auf der Webseite in der Dokumentation. Das war User Paul von Oben Screencast. Ciao und viel Glück!